fertig gemacht. In der Kamera sehe ich schlimmer aus, aber in echt eigentlich nicht so. Ja, ich wollte euch kurz mal zeigen, was wir alles gekauft haben die letzten Tage. Ich habe hier lange nicht mehr gevloggt. Ich glaube, das letzte Mal war ich mit meiner Freundin Shisha rauchen. Da haben wir sozusagen meinen Geburtstag gefeiert mit ihr zusammen. So, ich zeige euch jetzt mal, was ich alles gekauft habe. Und zwar habe ich einen DM Live Haul gedreht. Ich weiß jetzt nicht, ob der schon online ist. Ich weiß auch nicht, ob ich den online stelle, weil ich nicht weiß, ob der gut geworden ist. Ich zeige euch aber mal die Sachen. Und zwar habe ich einmal Handschuhe gekauft, danach diese Gefrierbeutel. Die benutze ich ja immer. Dann habe ich einmal, glaube ich, von Essence diesen, diese Wimpernusche gekauft. Mein Freund hat mir die empfohlen. Dann habe ich zweimal so Tuchmasken gekauft von Garnier. Nicht aufmachen. Dann habe ich diesen Augenlöscher gekauft. Der Löscherauge, okay, von Maybelline. Dann habe ich die Selina hat eine CD bekommen. Sollen wir das mal aufmachen? Ja, mein Schatz. Jenna. Ja. Also ich bin jetzt seit 2 Tagen mit meiner Mama. Aber heute treffen wir uns mit Aura und hier in die Stadt. So, schön. Den Rest kannst du selber, ne? Dann habe ich so einen Blotting Powder gekauft von Trended Up. Dann habe ich Mikrofaser Universaltücher gekauft. Die habe ich jetzt auch gebraucht. Dann habe ich so einen Anästhetik gekauft. Der soll jetzt total gut sein. Dann Linas Shampoo. Und für all der Rundverband. Stehender Rundverband. Ach, mein Lippenstift. Das muss ich auch sagen. Dann habe ich hier so einen Lippenstift von Trended Up. Ich kann euch die Farben mal swatchen. Das ist zu dunkel, Lina. Einmal diese Farbe hier. Der ist eigentlich ganz gut, aber meine Lippen sind zu trocken, deswegen benutze ich den Lippen nicht. Ach, wie schön. Dann mein allerliebstes Shampoo von Head & Shoulders. Und was noch? Achso, dann komm ich. Lina, bitte. Dann einmal von Essence Metal Chrome. Leute, der ist so, so gut. Den kann ich nur empfehlen. Ich mach dir was anderes drauf. Hier, guck mal hier. Bin ja Prinzessin. Dann habe ich so ein Make-up-Eye-Ständchen gekriegt. Und zweimal von Glisquare Liquid Silk Spülung. Das hat mir auch mein Chrome empfohlen. Hier, achso, ey, nimm mir Prinzessin. Und den hatte meine Freundin mir auch zum Geburtstag geschenkt. Den, der kleine von NYX. Das ist die SPL 831. Und einmal hat sie von MAC einen Lippenstift geschenkt. Ich bin jetzt so geizig für einen Lippenstift von MAC. Das ist viel zu viel. Viel zu schade. So, dann habe ich gekauft. Das wollte ich zeigen. Dann habe ich einen Duschvorhang gekauft bei Kaufland. Unseres gefällt mir nicht mehr. So, dann habe ich gekauft bei Kaufland nicht viel. Das war es schon. Nur diesen Duschvorhang für 5,99. Das reicht nicht. So, jetzt zeige ich euch mal, was ich für Auto gekauft habe zum Hochzeitstag. Eigentlich wollte ich ihm einen Ohr kaufen, aber er wollte keine. Ich habe ihm 3 Oberteile gekauft. Einmal bei Zara, einmal bei Tommy Hilfiger und einmal bei Kaufhof. Das ist das T-Shirt von Tommy Hilfiger. Ich hoffe, man erkennt das gut. Einmal das. Das muss ich aber noch schön einpacken. Mache ich dann zu Hause. Er wollte es gestern direkt sehen, aber no way. Und weil er nicht wusste, was ich haben möchte, oder ich auch nicht, dachte ich mir, komm, dann gehen wir ganz normal shoppen heute. Ich kaufe Klamotten. Dann habe ich ihm so ein, wie nennt man das? Sweatshirt gekauft. Von Puma. Da steht auch Puma drauf. Ich finde das total, also gut, für den Winter vor allem jetzt. Und bei Zara habe ich diesen
einen Pulli gekauft, auch mit einer Kapuze. Der war runtergesetzt von 40 auf 23, glaube ich, 40%. Genau. Alles in Größe S. Ich hoffe, das passt dem alles. Wenn nicht, kaufen wir das um. Am besten, ich rufe ihn gleich hoch, damit er das anprobiert. Weil wenn er schon mal nicht in der Schwarze kann, kann er das dann umkaufen, wenn ihm das nicht gefällt. Ja. Ja, das war es auch. Er schreibt mir Karte. Ja. Es regnet draußen total viel Scheiße. Aber egal. Ach so, doch. Am Montag ist mein Termin für meinen Bauch, also für Kurzsculpting. Und am Dienstag übergeben wir die Spenden der Psychiatrie. Die Süßigkeiten sollen heute ankommen. Ich hoffe, wir sind dann zu Hause und dann kann ich das auch verpacken. Dann machen wir das auch direkt nächste Woche. Dann ist alles weg und wir haben endlich wieder Platz im Zimmer. Also in dem kleinen Zimmer. Ja, ich will euch jetzt auch nicht zu lange vollplappern. Ich hoffe, ich filme jetzt gleich, wenn wir rausgehen. Wenn es nicht regnet, wenn es regnet, kann ich die Kamera nicht rausholen. So, das war der Lip Liner, ne? So, ihr Lieben, damit ihr jetzt alles nochmal seht, das sind alles Pakete von euch gewesen. Das ist das Paket von eben, das habe ich gezeigt. Dann hier das Paket, hier alles Mögliche. Also ihr seht, das ist wirklich sehr, sehr viel. Und die Süßigkeiten sind in unserem Schlafzimmer. Die haben wir jetzt verpackt. 30 Stück für uns und 30 für die Mädels. Ja. Und die anderen Süßigkeiten packen wir dann bei den älteren Leuten ein. Wie gesagt, da warten wir noch auf das Paket und wenn es dann da ist, dann können wir die Spenden endlich dahin bringen. Weil ich will diese Last auch von meinen Schultern weghaben. Ihr sollt das jetzt nicht negativ auffassen, sondern ich will einfach, dass die Menschen sich jetzt so schnell wie möglich freuen, weil wir durch sind. Wir brauchen jetzt nur noch die Süßigkeiten und bei den Kindern sind wir komplett durch. Ich werde jetzt alles mit Order sortieren. Ich werde eine kleine Krimskrams-Box machen, wo dann so Flummis reinkommen, so halt kleine Sachen. Und dann können die sich ein Krimskrams-Zeug aussuchen und einmal so ein größeres Zeug. Mal schauen, wie wir das machen. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Audrey hat die Sachen anprobiert. Nur dieses Puma-Oberteil hat gepasst, die anderen beiden. Also dieses Tommy Hilfiger-T-Shirt war zu groß und das von Sarah war zu klein. Egal. So, das erste Paket ist fertig. Das ist für die Mädchen. Nee, für die Jungs, sorry. Das ist für die Mädchen. Das verpacke ich jetzt. Das ist für beide Geschlechter. Und Leute, schaut mal bitte, wie viele Sachen wir haben. Das ist alles gespendet worden. Und ja. Ja, ich packe jetzt weiter ein. Und Lina hilft mir auch fleißig. Sie will zwar ein paar Sachen ausprobieren, aber ich habe jetzt ihre Tüte mit Knete gegeben. Sie spielt jetzt mit ihrer Knete. Da ist ihre Tüte übrigens. Ja, und den Rest verpacke ich jetzt. Ich ordne das nach Geschlecht. Das ist, geht, wie gesagt, für beide Geschlechter. Das sind jetzt Bücher, Puzzles. Das muss ich jetzt auch verpacken. Ich habe hier Mädchen draufgeschrieben. Aber ich brauche noch ein paar Kartons, weil, wie man sieht, da ist noch voll viel. Das sieht echt wenig aus, das ist aber total viel. Und dann haben wir hier noch alles Mögliche. Das wird ein langer Abend. So, ihr Lieben, wir haben gerade gegessen. Und zwar gab es bei uns Hähnchenleber im Düdüm. Aber der hat das gemacht, der meint, der hat voll Lust drauf. Und Leute, das schmeckt super, super lecker. Das Fleisch ist sehr, sehr zart, weich. Ich hasse ja so dunkles Fleisch. Ich kann es einfach nicht essen. Aber das hat super gut geschmeckt. Er hat mir zwar nicht geglaubt, aber Schatz, das hat wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Wir haben für Lina bei C&A diese Mütze gekauft. Wir hatten ja aus dem Adventskalender diesen Gutschein. Und da waren 5 Euro drauf. So haben wir nur 1 Euro bezahlt. Und mir war schon klar, dass es nur 5 Euro sind. Aber man denkt sich, vielleicht hat man ja Glück und gewinnt gut Geld. Naja, wie dem auch sei. So, ja, ich muss jetzt die Sachen einräumen, die ich bei DM gekauft habe. Ich habe die immer noch nicht eingeräumt, weil ich die ganze Zeit mit dieser Spendenaktion beschäftigt war. Das Wohnzimmer sieht jetzt ohlala aus. Ich muss noch aufräumen ein bisschen. Sonntag kommen übrigens, glaube ich, unsere Freunde. Die Geburtstagsdeko steht übrigens immer noch. Wir lassen das jetzt auch bis das Ballon. Bis der Ballon.
Genau. Also wir lassen das jetzt noch stehen, bis hier keine Luft mehr im Ballon ist. Und ja, Lina geht jetzt gleich auf jeden Fall baden. Ne Maus. Was noch? Und sonst gibt's nichts. Ich muss mal hier. Also wie man sieht, ist hier jetzt wieder aufgeräumt. Das waren jetzt wirklich schon Spendensachen, aber ich bin froh, dass das jetzt vorbei ist. Also dass ich jetzt die Sachen geordnet habe, weil ich hatte Angst, dass ich das nicht schaffe. Und vor allem, wenn ich jetzt Montag meinen Termin habe, beim Poolsculpting und danach, habe ich euch das erzählt, doch, ne? Genau, Montag habe ich meinen Termin beim Poolsculpting und danach, Lina, nicht auf dem Boden mit der Knete. Ich hasse diese Knete. Ich habe die abgöttisch geliebt, aber die ist so weich, diese Knete, dass das auf dem Teppich kleben bleibt. Lina, darf ich die Knete jetzt aufräumen? Hä? Darf Mama die Knete aufräumen? Oh, nee. Jenna? Oh, nee. Ja. So, das räumen wir jetzt auf. Du hast ja gar keine einheitlichen Farben mehr. Das sind die mit Glitzer. Die hatte ich ja vor 3-4 Wochen gekauft. Ich werde schauen, wie die jetzt aussehen. Die sehen alle so bunt aus. Ich verstecke die immer, aber der hat die jetzt extra rausgegeben, damit ich in Ruhe die Sachen verpacken kann. Mama räumt das jetzt auf, okay? Oh, hier ist auch noch Knete. Das Einzige an Play-Doh, was ich gut finde, dass die Knete nicht so schnell austrocknet wie bei anderen Marken. Aber sonst... Knete ist Knete. Ich meine, die ist ja auch nicht so teuer, ne? Die Knete von Play-Doh. Ich mische das jetzt einfach. Du hast das eh alles gemischt, Lina. So, gehen wir jetzt Bidji-Bidji machen. Ja? Ja, am Sonntag kommen unsere Freunde. Ich habe die jetzt eingeladen, aber der wusste gar nichts davon. Ich sehe die Jungs ja ab und zu. Letztens war Bräuch bei uns, hat sein Spiel abgeholt, wo Auden am Arbeiten war. Und dann habe ich ihn eingeladen für Sonntag. Ahmed hat mich gestern nach Hause gefahren, nee, vorgestern. Den habe ich auch eingeladen. Ich hoffe, ihr kommt, Jungs, wenn ihr das Video schaut. Ja, ich habe ein paar Süßigkeiten geholt. Dann mache ich noch ein paar Kleinigkeiten, wenn die kommen. Und dann machen wir einen Spieleabend. Unter anderem wollten wir natürlich, Tabu spielen. Darauf freue ich mich am meisten. Mal schauen, wie wir das machen. Ich bin mal gespannt. Ja, den Vorhang habe ich ja gekauft, aber den kann ich jetzt nicht selber anbringen. Das muss auch dann morgen machen. Und dann freue ich mich auf Sonntag, Montag und Dienstag. Und dann nach Dienstag denke ich mal, dass wir auch zu diesem Altersheim gehen. Ich habe mich auch gar nicht mehr gemeldet, seitdem ich die angerufen habe. Ich muss da morgen auf jeden Fall anrufen und sagen, dass wir auf jeden Fall kommen. Nicht, dass die denken, wir sind jetzt abgesprungen, nur weil ich nicht mehr angerufen habe. Da muss ich auf jeden Fall anrufen. Aber ich schreibe unten rein, was die jetzt gesagt haben. Damit ihr jetzt auch nicht neugierig bleibt. Ich laufe die ganze Zeit rum wie so eine Bescheuerte. Naja, Leute. Ich bringe Lina jetzt mal baden. Und dann muss ich hier... Wie viel haben wir eigentlich? 18.47 Uhr. Dann muss ich ein bisschen aufräumen. Lina, willst du erstmal Mama messen? Anne. Mama mi Jen? Anne. Die sagt Anne. Nein. Mama mi Jen? Anne. Tam hat die gelbe Bidji Bidji Palama. Ja? Anne. Man hört direkt von ihrer Stimme, dass sie aufgeregt ist, wenn es um Baden geht. Bidji Bidji Palama. Anne. Hat die gelbe Sommer? Hat die gelbe? So, jetzt räumt sie auf, damit sie baden darf. Ich mache schon mal das Wasser voll, ja? Ja! Ansonsten, ich rede heute voll viel, weil ich das Gefühl habe, ich habe lange nicht mehr geblockt. Und während Lina badet, muss ich mein Video bearbeiten schnell. Also das ist schon hochgeladen, ich muss nur ein paar Einstellungen ändern, damit auch alles stimmt. So, jetzt darfst du dir noch einen Badezusatz auswählen. Willst du eins, was Onkel dir geschenkt hat? Sie hat nur noch die zwei und die Badekugel. Was willst du? Welches willst du?
Sollen wir mal das aussuchen? Dann das nächste. Was? Okay. Dann schütteln das mal rein. Wer hat Chips dann Koichinanage? Nein, Angel ohne Koi. Gelb ohne Koi, Angel. Ich will überhaupt was nehmen. Gelb ohne Koi, Achim-Sana. So. Komm. So, das kannst du jetzt reinschütteln. Wow. Was ist das denn? Blau und rot. Das wird ja lila, ne? Bitte, Ninja, bitte. So, ich bereite kurz deine Klamotten vor, ja? Okay? Genau.